Another old sketchbook tour. This one is from grade 12, I think. Starting out, we have a self-portrait that looks nothing like me, and Louise from Bob's Burgers. This was a quick doodle of my friend, and then an emo girl that I think I messed up the lips on. A drawing of a girl that I wouldn't hate if it wasn't for her really weird ears. Like, what are those? A tattoo someone asked me to design for them that they never got. Another self-portrait of me in my favorite outfit, and apparently I said hoi a lot. I found some really cheap alcohol-based markers at the dollar store, so I think I colored this with them, maybe? Oh my god, it's Pink Diamond! I really like this drawing, even though I hate Pink Diamond now. This drawing I did for the sole purpose of posting on Instagram. And lastly, a little watercolor painting of a mouse on a wishing well, which is really cute. Hey Leute, ich bin zurück mit einer kleinen Sketchbook-Tour mit meinen Bildern aus dem Jahr 2016. Das Bild hat am Ende trotzdem aufs Papier gepasst, obwohl ich einfach drauf losgemalt habe. Bei dem Bild sind mir die Augen ganz gut gelungen, aber die Haare habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. Hier genau dasselbe, da habe ich nicht mal mit den Haaren angefangen. Keine Ahnung, was ich mir hier bei dem Hintergrund gedacht habe. Bei dem Bild hatte ich bei Instagram gerade erst 1000 Follower erreicht und vielleicht mache ich bei 1 Million noch mal eins, ne? Und ja, hier habe ich ein Insta-Model gemalt. Hier sind die Augen von einem Insta-Model. Und hier sind weitere Augen. Ja, das ist mir ganz gut gelungen, also die Iris vor allem. Und das ist mein Lieblingsbild aus dem Jahr 2016. Dafür habe ich mir auch die meiste Mühe gegeben. Und ja, hier ist ein Porträt von Rihanna. Das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, nur die Haare habe ich wieder ein bisschen vermasselt. Und der Typ soll eine Mischung sein von Batman, Iron Man und Deadpool. Vielleicht mache ich den irgendwann nochmal.